Freunde, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über meine Lieblingsbücher zu sprechen. Ich habe die mal alle, ich kann sie glaube ich gar nicht hochheben, alle zusammengesucht, habe versucht mich kurz zu halten, sind sie natürlich runtergefallen und mir auch ein paar Notizen gemacht und mich natürlich vor meinem Bücherregal platziert. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an, direkt. Ich lese nicht mehr so viel. Ich habe Phasen, wo ich viel lese und ich habe Phasen, wo ich ziemlich wenig lese. Momentan versuche ich wieder mehr zu lesen, weil ich irgendwie gar nicht lese. Aber es kommt auch immer darauf an, was für Bücher ich gerade habe. Also wenn ich merke, ich habe viele Bücher, die ich geil finde, dann lese ich natürlich auch mehr. Und wenn es irgendwie hängt und ich nicht so richtig weiß, was ich lesen soll, dann ja, lese ich oft einfach gar nicht, was total schade ist. Deshalb schreibt mir auf jeden Fall eure Lieblingsbücher in die Kommentare, damit ich irgendwie so ein bisschen selber gucken kann. Dann fangen wir mal an mit diesem Buch. Oh, hier ist noch so ein Kleber drauf, das habe ich mal verliehen, deshalb ist der da drauf. Wild, der große Trip von Cheryl Strayed. Kennt ihr vielleicht den Film zu? Aber den Film fand ich persönlich ziemlich schlecht, wenn man das Buch gelesen hat. Was ja, da ist eine Spinne drauf, oh mein Gott. Habt ihr die gesehen? Das war ja verrückt. Bitte bleib, wo du bist, Spinne. Ja, auf jeden Fall ist dieses Buch autobiografisch. Das heißt, Cheryl schreibt über ihre Erlebnisse, Erkenntnisse auf dieser Reise. Ist sie den Pacific Crest Trail gewandert? Das ist ein Fernwanderweg, der von der mexikanischen Grenze bis zur kanadischen Grenze geht in Amerika. Das hat sie gemacht, weil ihre Ehe gescheitert ist und dann ist ihre Mutter gestorben, zu der sie einen ganz engen Bezug hatte. Und dann musste sie irgendwie zu sich selbst zurückkehren und eben diesen Weg gehen. Und es geht um Selbstfindung, um Frausein, es geht um Hindernisse überwinden und aus der Komfortzone austreten. Ja, es ist sehr inspirierend, weil es so eine starke Frau ist und weil sie, mich stört dieses Cover, weil ich dann immer dieses Bild von diesem Film im Kopf habe. Wie sie schreibt, ist einfach schön und es lässt sich leicht lesen. Und ich weiß auch noch genau, dass ich das Buch so bis hierhin in einer Zugfahrt gelesen habe. Mir hat das persönlich in einer Zeit auch viel gegeben, wo ich auch so das erste Mal von zu Hause ausgezogen bin und dann auf mich allein gestellt war. Das hat mich voll inspiriert. Ach so, ich wollte eigentlich aus jedem Buch ein kleines Zitat vorlesen, nur hier drin habe ich jetzt keins gefunden, was man hätte jetzt so lesen können, so stellvertretend für das ganze Buch. Machen wir erstmal weiter mit Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins von Milan Kundera. Sagt euch bestimmt was, hat man schon mal gehört, ist ja auch irgendwie ein Klassiker. Es ist eine Liebesgeschichte, aber auch nicht im traditionellen Sinne, sondern einfach. Ja, es beschreibt die Liebesgeschichte zwischen Thomas und Theresa. Es geht auch um deren Hund. Ich glaube, der heißt Karenina. Mich reizt daran nicht die Geschichte, sondern wie Milan Kundera schreibt. Also wie er Dinge umschreibt, wie er Metaphern findet für bestimmte Dinge. Und es geht um Liebe, aber es geht auch um das Individuum. Es geht um die Gegensätzlichkeit zwischen Schwere und Leichtigkeit. Also ist das Schwere immer schwer und das Leichte immer leicht. Und es ist, also das ist so ein Buch, wo man sich auf allen Seiten was markiert, weil es einfach so schön geschrieben ist. Und wenn man Inspiration sucht, einfach im Sinne von einfach die Worte schön finden, die jemand schreibt, dann ist das Buch eigentlich perfekt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt darüber in diesem Buch: Wann werden wir endlich einen deutschen Roman erhalten, der sich so einfühlsam und nachdenklich mit Liebe und Sexualität befasst und der das Individuum vor dem Hintergrund des Lebens hier und heute zeigt? Ein Roman, der überdies so intelligent und souverän, so lesbar und unterhaltsam wäre. Das umschreibt es eigentlich ganz gut. Und jetzt möchte ich noch ein Zitat vorlesen. Man kann nie wissen, was man wollen soll, weil man nur ein Leben hat, das man weder mit früheren Leben vergleichen noch in späteren korrigieren kann. Es ist unmöglich zu überprüfen, welche Entscheidung die richtige ist, weil es keine Vergleiche gibt. Man erlebt alles unmittelbar, zum ersten Mal und ohne Vorbereitung. Was aber kann das Leben wert sein, wenn die erste Probe für das Leben schon das Leben selbst ist? Das lasse ich so stehen, beziehungsweise lese vielleicht noch dieses Zitat vor. Die Personen meines Romans sind meine eigenen Möglichkeiten, die sich nicht verwirklicht haben.
Deshalb habe ich sie alle gleich gern. Deshalb machen sie mir alle die gleiche Angst. Jede von ihnen hat eine Grenze überschritten, der ich selbst ausgewichen bin. Gerade diese unüberschrittene Grenze, die Grenze jenseits derer mein Ich endet, zieht mich an. Was das menschliche Leben bedeutet in der Falle, zu der die Welt geworden ist. Die zwei Zitate lasse ich so stehen. Großer Favorit. Dann machen wir weiter mit Just Kids von Patti Smith. Habt ihr zu 1000% schon mal bei Urban Outfitters liegen sehen, weil das auf einmal dann ganz groß bei Urban Outfitters lag und alle mussten dieses Buch haben und lesen. Aber zu Recht. Also das ist einfach das Memoir von der Künstlerin Patti Smith. Die kennt ihr vielleicht von ihrem Song Because the Night, aber sie hat auch viele Gedichte geschrieben. Sie war lange Zeit mit Robert Mapplethorpe zusammen, ein sehr berühmter Fotograf. Und es geht eben so um das Leben dieser zwei Künstler in New York und um deren Struggle for Existence. Also sie versuchen so, sich über Wasser zu halten und sie sind dann mal im Chelsea Hotel oder auch manchmal auf der Straße. Oder ja, es geht einfach darum, wie versuchen Künstler zu überleben und wie machen sie Kunst und wie denken sie über Kunst. Und ja, ich fand es super inspirierend. Und habe es auch zweimal gelesen. Ich lese gern Sachen über New York City, weil ich war 2015 da und bin immer noch blown away. Erinnere mich gern an die Stadt durch Bücher, die darüber erzählen. Hier lese ich nur ein kurzes Zitat vor. In my low periods, I wondered what was the point of creating art. For whom? Are we animating God? Are we talking to ourselves? And what was the ultimate goal? To have one's work caged in art's great zoos? The modern, the Met, the Louvre? I craved honesty, yet found dishonesty within myself. Why commit to art? For self-realization or for itself? Das lasse ich so stehen. Dieses Buch ist auch ein großer Favorit. Dann kommen wir zu The Picture of Dorian Gray von Oscar Wilde. Ich weiß, ich zeige die ganze Zeit nur Klassiker, die sowieso jeder gelesen hat. Aber es sind halt auch die besten. Also ich meine, es hat ja auch einen Grund, warum es Klassiker sind. Dieses Buch ist auch super schön geschrieben. The Picture of Dorian Gray, oder auf Deutsch Das Bildnis des Dorian Gray, glaube ich, handelt von Dorian Gray, der jung und schön ist und der wird gemalt von einem Maler, der heißt Basil Howard, glaube ich, und tauscht dann seine Seele gegen endlose Jugend und Schönheit und dreht eben so irgendwann völlig durch und irgendwann eskaliert auch die Situation. Und es ist einfach spannend zu lesen, dieser Verfall dieser Person, die so selbstbezogen ist und so auf Schönheit und Äußerlichkeiten beschränkt ist. Aber es geht auch viel darum, was ist Kunst und was macht Kunst mit uns und muss Kunst schön sein? Vor allem im Preface finde ich das. Genau, das hat für viel Wirbel gesorgt durch Oscar Wilde, weil Oscar Wilde ja auch unterschwellig Homosexualität angesprochen hat und das war eben total problematic und deshalb hat das Buch auch für ziemlich viel Wirbel gesorgt. And beauty is a form of genius, is higher indeed than genius, as it needs no explanation. It is of great facts of the world, like sunlight or springtime or the reflection of dark waters of the silver shell we call the moon. It cannot be questioned. It has its divine right of sovereignty. It makes princes of those who have it. You smile? Ha! When you lost it, you won't smile. Ja, und das ist auch so ein Buch, da ist auf jeder Seite irgendwas Schönes geschrieben und ich nehme viel aus Büchern für mich mit, die einfach schöne Worte haben, die mich inspirieren. Dann kommen wir zum Stundenbuch von Rilke. Das ist auch so ein Buch, was man einfach, ich habe das zweimal sogar, wo ich immer mal reinschaue und immer wieder was Schönes finde, sind Gedichte. Das ist in drei Teile geteilt. Einmal vom mönchischen Leben, von der Pilgerschaft, von der Armut und vom Tode. Und genau, aber das muss man nicht darauf beziehen, sondern jede Person kann von diesen Gedichten was für sich mitnehmen. Und halt einfach klein zum Mitnehmen super schön und außerdem ist die Farbe schön. Ich bin auf der Welt allein und doch nicht allein genug, um jede Stunde zu weinen. Ich bin auf der Welt zu gering und doch nicht klein genug, um vor dir zu sein wie ein Ding, dunkel und klug. Ich will meinen Willen und will meinen Willen begleiten, die Wege zur Tat. Und will in stillen, irgendwie zögernden Zeiten, wenn etwas naht, unter den Wissenden sein oder allein. Ich will dich immer spiegeln in ganzer Gestalt und will niemals blind sein oder zu alt.
um dein schweres, schwankendes Bild zu halten. Ich will mich entfalten. Nirgends will ich gebogen bleiben, denn dort bin ich gelogen, wo ich gebogen bin. Und ich will meinen Sinn wahr vor dir. Ich will mich beschreiben, wie ein Bild, das ich sah, lange und nah. Wie ein Wort, das ich begriff, wie meinen täglichen Krug, wie meiner Mutter Gesicht, wie ein Schiff, das mich trug durch den tödlichsten Sturm. Ja, kann man immer mal reinschauen, super schön. Ah, ich brauche gleich mal Wasser, weil ich schon einen trockenen Mund kriege. Das musste mit rein, weil ich Deutsch-LK gemacht habe, wie so viele, aber ich hatte einen Lehrer, der total passionate war und der hat uns dann seitenlange Skripte geschickt zu den Büchern und wo alle Charaktere und alle kleinen Metaphern erklärt waren und das war so schön und wir haben das alle gelesen, weil wir das alle leidenschaftlich super fanden, weil er das so super fand und deshalb musste Faust mit rein, weil ich zeitweise dann so tief drin war in diesem Faust, dass ich so zitieren konnte aus dem Kopf, wenn mir was in den Sinn kam, wo das gerade gepasst hat. Oder ja, das total auseinandergenommen habe. Also total viel markiert und dazu geschrieben und dann Rilke-Zitate dazu gefunden habe und alles connected habe. Und das hat mir total viel auch gegeben. In Faust ist es aber auch viel, man braucht viel Hintergrund. Also ja klar, es geht um das Böse, also Mephisto, es geht um Religion und die damit verbundenen Werte und Normen, die gerade an Gretchen auch gerichtet werden. Es geht um die Beziehung zwischen Gretchen und Faust. Es ist ein sehr, sehr gutes Buch. Ich habe es auch mehrfach gelesen und ich mochte es sehr gern. Dann kommen wir zu Durch Mauern gehen von Marina Abramović. Ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr meinen vorletzten Vlog gesehen habt, dass ich in der Ausstellung war in Bonn. Und das brauchte ich auch in meinem Leben nach diesem Buch. Das habe ich mir letztes Jahr zu Weihnachten gewünscht und da gab es das auch nur in gebundener Ausgabe. Ich mag gebundene Bücher eigentlich gar nicht. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir die englische Biografie nochmal kaufe, weil da so ein schönes Cover ist und weil das halt ein Taschenbuch ist. Ich glaube sogar ein Penguin, also eins, was man super schön aufmachen kann. Ja, habe aber dann das gehabt, weil es gerade rausgekommen ist und weil ich das brauchte. Wie lustig das aussieht mit den zwei Köpfen. Einer unglaublich inspirierenden, starken Frau, die so für die Kunst lebt. Und ich habe viel für mich als Künstlerin mitgenommen, aber auch für mich als Frau und für mich als Individuum. Das hat mich sehr gestärkt in meinem Sein und es hat mir sehr, sehr viel gegeben. Gut fand ich an dem Buch, dass immer mal Bilder drin sind von Kunstwerken, aber auch private Bilder, also von ihr und Ulay in ihrem Van zum Beispiel. Ja, und ihre Reise ist einfach krass. Sie hat erst so die Kunst zu Hause gemacht, beziehungsweise bei sich in Belgrad und dann ist sie mit Ulay zusammengekommen und die haben ja dann im Van gelebt und dann hat sie sich von Ulay getrennt und das wird auch alles beschrieben und wie schlimm das für sie war und auf einmal alleine da zu stehen, wenn du halt so ungefähr deinen Seelenverwandten gefunden hast und es geht bis zu dem Punkt, wo sie The Artist is Present macht, also bis 2010 und auch darüber hinaus. Sie ist einfach super, also sie ist einfach eine krasse Person und ich empfehle jedem dieses Buch zu lesen, auch wenn ihr nichts mit Performance Art anfangen könnt. Ich habe das Buch meiner Mutter gegeben und meiner Oma und beide haben gesagt, ah, jetzt kann ich das ein bisschen nachvollziehen, was sie da macht. Okay, ich zitiere. Diese Erfahrung ist unbeschreiblich. Der Schmerz ist ein riesiges Hindernis. Er kommt wie ein Gewitter. Der Verstand sagt, ich kann mich bewegen, wenn es sein muss. Aber wenn man sich nicht bewegt, wenn man die Willenskraft aufbringt, keinen Kompromiss einzugehen und kein Zugeständnis zu machen, wird der Schmerz so intensiv, dass man meint, gleich in Ohnmacht zu fallen. Und in dem Moment und wirklich erst dann verschwindet der Schmerz. Der Schmerz ist wie eine Tür, die einen schützt, die einen davor bewahrt, die Wahrheit auf andere Weise zu sehen. Indem man durch den Schmerz hindurchgeht, öffnet man diese Tür und erfährt eine neue Art der Wahrnehmung. Ja, das zu diesem Buch. Jetzt kommen wir zum Malte. Die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge. Ich habe keine Ahnung, wie man seinen Namen ausspricht. Ich nenne ihn einfach immer nur den Malte, von Rainer Maria Rilke. Rainer Maria Rilke ist mein König. Das ist der König der schönen Sprache. Manchmal lese ich einfach einen Satz 10-mal, weil er so schön ist. Und
weil ich mir denke, wie können solche Worte aus einer Person rauskommen? Das finde ich einfach nur krass. Das ist der einzige Roman, den Rilke je geschrieben hat. Ansonsten hat er nur Briefe geschrieben, kurze Texte und Gedichte, also Prosa eher. Es ist ein Tagebuchroman und der beschreibt die Grunderfahrungen des Menschen in der modernen Welt. Moderne Welt, 20. Jahrhundert, jetzt nicht hier moderne Welt. Es geht um Malte, der eben nach Paris kommt und sich mit dieser Moderne, dieser Schnelligkeit, dieses Ekels der Großstadt konfrontiert sieht. Wichtig finde ich bei dem, das ist nämlich, das habe ich eingeschlagen selbst, aber das ist die Suhrkamp-Edition. Und bei Suhrkamp gibt es manchmal Beschreibungen zu bestimmten Dingen. Und genau, dann gibt es hinten drin Wort- und Sacherläuterungen. Und dann erklären die da viele Sachen, auch über Rilke. Und das ist super gut. Also das habe ich voll gebraucht dazu. Also wenn, dann die Suhrkamp-Edition. Ich verlinke euch auch alle Bücher unten. Wenn ihr auf so lyrische Sachen steht, dann ist das bestimmt was für euch. Ist es möglich, dass man trotz Erfindungen und Fortschritten, trotz Kultur, Religion und Weltweisheit an der Oberfläche des Lebens geblieben ist? Ist es möglich, dass man sogar diese Oberfläche, die doch immerhin etwas gewesen wäre, mit einem unglaublich langweiligen Stoff überzogen hat, sodass sie aussieht wie die Salonmöbel in den Sommerferien? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass die ganze Weltgeschichte missverstanden worden ist? Ist es möglich, dass die Vergangenheit falsch ist, weil man immer von ihren Massen gesprochen hat, gerade als ob man von einem Zusammenlauf vieler Menschen erzählte, statt von dem einen zu sagen, um den sie herumstanden, weil er fremd war und starb? Ja, es ist möglich. Machen wir gleich weiter mit Rilke. Das sind die Briefe an einen jungen Dichter. Dieses Buch habe ich entdeckt durch das nächste Buch, was jetzt kommt, beziehungsweise durch Gaga. Weil Gaga hier auf dem Arm ein Zitat von Rilke hat, sogar auf Deutsch. Das blende ich euch jetzt ein. Und das ist aus diesem Buch. Und in dem Buch geht es eigentlich darum, dass ein junger Künstler, ein junger Schreiber, genau, Franz Xaver Kapus, Briefe an Rilke schreibt und ihn bittet, ihm zu helfen oder ihm Rat zu geben in seinem Künstlerdasein, in seinem Schaffensdrang. Und es geht eben in dem Buch darum, dass Rilke und er einen Briefverkehr haben und dass Rilke ihm, er gibt ihm eben Tipps zu einem Leben als Künstler oder er versucht ihn anzuleiten. Das ist einfach das schönste Buch überhaupt. Schaue ich auch so oft rein und mein Lieblingszitat. Gehen Sie in sich. Erforschen Sie den Grund, der Sie schreiben heißt. Prüfen Sie, ob er in der tiefsten Stelle Ihres Herzens seine Wurzeln ausstreckt. Gestehen Sie sich ein, ob Sie sterben müssten, wenn es Ihnen versagt würde zu schreiben. Dieses vor allem. Fragen Sie sich in der stillsten Stunde Ihrer Nacht, muss ich schreiben? Das Zitat geht dann noch weiter, aber ich glaube, wenn ihr selbst künstlerisch tätig seid, dann könnt ihr viel mit diesem Zitat anfangen. Und das lege ich euch ans Herz. Und jetzt zu meinem letzten All-Time-Favorite. Habe ich schon mal in einem Favoriten-Post auf Tinder erwähnt. Ich hasse die Größe. Ich wünsche, es wäre kleiner, weil es so eine... Das ist größer als mein Kopf. Das nervt ein bisschen. Das Buch heißt Rivington Was Ours von Brandon J. Sullivan. Der Untertitel ist Lady Gaga, The Lower East Side and the Prime of Our Lives. In dem Buch geht es geht nicht nur um Gaga. Also es ist ein DJ, also Gagas erster DJ. Da war Gaga schon Gaga, aber da hatte sie noch keinen Plattenvertrag und gar nichts, sondern hat nur ihre Demos gespielt und versucht, als Go-Go-Dancer in New York zu überleben. Und die kennen sich eben durch das Nachtleben in New York. Es geht nicht nur um Gaga, es geht viel um Liebe. Es ist ja aus seiner Perspektive erzählt, also es geht um seine Beziehungen, es geht um ihre Beziehungen, es geht um die Freundschaft dieser beiden. Sie unterhalten sich über tolle Dinge, es geht um das New Yorker Nachtleben. Es ist eigentlich eine Ode an New York. Es geht um Berühmtwerden, es geht um Plattenfirmen und the struggle einfach, die man als aufstrebender Künstler hat. Es wird bewusst, was für einen Wunsch Gaga hat, berühmt zu werden. The Prime of Our Lives, also The Lower East Side ist klar, das ist halt ein Bezirk, ein Stadtteil in New York. Und The Prime of Our Lives ist, sie sprechen ja viel über ihre Beziehungen, die beiden. Und ein Zitat ist, dass man in The Prime of Your Life
You can only be divided by the one and yourself. Und Primzahlen werden ja auch nur von durch sich selbst und 1 geteilt. Mathe Skills. Aber ihr wisst, was ich meine. Und deshalb Prime of Our Lives, weil sie halt beide diesen einen Partner haben, den sie persönlich als perfekt ansehen. Aber das ist so ein On-and-Off-Ding und bla bla. Also lest rein. Ich lese hier gerade hinten drauf. In the spirit of Patti Smith's Just Kids. Also, wenn euch Patti Smith's Just Kids gefallen hat, könnte euch das auch gefallen. Das Buch habe ich, glaube ich, 5-mal gelesen jetzt. Mein Lieblingskapitel heißt Where the Dreams You'll Believe In. Und das ist auch das Zitat, was da an meiner Wand hängt. Und das Buch zieht sich so durch mein Leben. Und ich habe auch ihm, Brandon J. Sullivan, eine Nachricht geschrieben, wie sehr mich sein Buch berührt. Und er hat mir auch geantwortet und gesagt, danke, es freut mich voll. Und er folgt mir sogar auf Instagram. Ich bin eskaliert in diesem Buch. Es ist auch kaputt gegangen und fällt auseinander. Aber ich liebe es einfach. Lasst euch nicht vom Cover abschrecken. Ich würde gern selber ein neues designen, aber das war halt da cool, als es rauskam. Okay, um mal ein Zitat zu finden von den 6000, die hier schön sind. Ach so, und in dem Buch schenkt ein Date, was er hat, ihm Letters to a Young Poet, also Brief an einen jungen Dichter. Wow, alle Bücher bauen aufeinander auf. Das kommt da drin auch vor und ich war so, wow. Full of Rilke and probably too much coffee, I wrote back the greatest, worst thing about art. It will never be interpreted by the art appreciator as it is by the artist, I texted, because they are three separate things. I knew then that the inspiration I'd searched for in all those books would stay hidden, but the city and the people in it I loved so much would form the dialogue and characters, and I had to learn patience because a story doesn't find you all at once. You need to have everything in place before it can all be destroyed, and your story begins right after that. Ja, also das lege ich euch auch ans Herz. Das ist einfach nur heartwarming und das hat mir, ich habe es zum ersten Mal gelesen und dann habe ich es nochmal gelesen, als ich in Bremen war und da war ich sehr, sehr viel, sehr allein und ich weiß noch, dass ich es überall mit hingenommen habe und mir auch, was ich selten habe, immer nur gesagt habe, du liest jetzt nur ein Kapitel. Ja, also das ist sehr, sehr nah an meinem Herz und ich liebe es und schaut auf jeden Fall rein. Und das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, es hat euch das ein oder andere Buch angesprochen. Und ich lasse euch auf jeden Fall Links zu allen Büchern unten. Aber auch eine große Empfehlung, schaut immer auf Rebuy oder Medimops vorbei, weil die verkaufen Bücher Secondhand und ab 10 Euro gibt es meistens gratis Versand. Und da kriegt man Bücher, die eben gebraucht sind und man muss nicht neue kaufen und meistens kosten sie nur die Hälfte. Deshalb verlinke ich euch die auch unten, schaut da auf jeden Fall auch vorbei und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!